Ja? Der hat sein ganzes Geld verkauft. Der hat sein ganzes Geld verkauft, ja? Ja, ja. Iowa. Guten Morgen, Amerika. Die Woche beginnt mit einem neuen Entsafter. Iowa. Jetzt kommt da Sellerie rein, Ingwer und Zitrone. Das reinigt deinen Körper und ist super gesund. Und dann, wenn du auf Toilette gehst, brennt dein Arsch. Warum wir so anfangen diese Woche? Ich erkläre euch warum. Wir verändern unser Leben. Reicht. Unser Schlafrhythmus ist nicht gut. Wir verändern unser Leben. High Quality. High Class Quality. Undefeated, undisputed. Schmeckt gesund. Die Zeit ist gekommen. Die Jindawis werden sich verändern. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo es uns gut geht. Wir sind glücklich, wir sind zufrieden. Das ist dieser Punkt, der irgendwie komisch ist. Wir dürfen nicht faul werden. Das haben wir nicht verdient und das habt vor allem ihr nicht verdient. Deshalb werden jetzt neue Regeln gelten. Luisa, wie spät ist es? 1.20 Uhr. Wir stehen um 6 Uhr auf. Nicht wie beim letzten Mal. Diesmal stehen wir wirklich um 6 Uhr auf. Und dann bleiben wir wach und dann beginnt ein neues Leben. Aywa. Wallah, ich bin voller Energie geladen. Aywa. Es ist mittlerweile 9.11 Uhr. Wallah, sie hat mich im Stich gelassen. Ich war jetzt die ganze Zeit spazieren, ich habe nachgedacht. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe zu viel nachgedacht irgendwie. Ich habe einfach 3,5 Stunden nachgedacht, ja. Kommt vielleicht nicht immer was dabei raus, aber wenigstens war ich wach. Das ist das, was zählt. Ich war wach und ich werde heute um 21 Uhr im Bett liegen. Das reicht mir für heute. Jetzt gehe ich erstmal mein Perle wecken. Sehr ehrlich, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin die letzten Tage immer früher als du aufgestanden. Ausreden. Heute haben wir gesagt, heute zeigt sich, wer ein wahrer Mann ist. Hey, so, ich bin mittlerweile auch wach und guck mal, was angekommen ist. Was ist das, Nada? Fitnessgerät. Ich guck seit 5 Minuten auf diesen Zettel dort. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich brauch eine Frau, 2 so eine Werkzeugschlüssel und eine Schere. Gebt euch. Das Ding steht. Luisa, zeig mal eine Übung vor. Ich sag dir, welche Übung du machen sollst. Nimm auf deinen Nacken, damit die Intensität von deinem Nacken hochgeht. Aywa? Good mornings. Genau so. Damit trainiert ihr die Intensität. Gleich 21.30 Uhr. Ich hab doch gesagt, ich geh früh schlafen. Ich bin auch früh schlafen. Also bis morgen. Morgen. So Leute, ein neuer Tag beginnt und wir gehen jetzt erstmal ein Fahrrad abholen. Zuallererst rufen wir dort an. Wallah, man hat doch offiziell bei Beethoven angerufen. Was ist das für eine Scheiße? Wir stehen jetzt vorm Sportladen. Ich glaube, ich werde jeden Tag Fahrrad fahren ab jetzt. Ich überlege sogar Fahrradfahrer zu werden. Das Fahrrad passt nicht in unser Auto. Deswegen haben wir jetzt ein Uber gerufen. Wir packen jetzt das Fahrrad einfach in ein Uber. Oder ich packe Luisa in ein Uber und nehme das Fahrrad mit. Das sind die zwei Optionen. Ist gerade 50-50 Überlegung. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. Oh, das ist schwer, Mann. Die haben es geschafft. Mayday, Mayday. Chef, ich hab dich im Auge. Die Verfolgungsjagd beginnt. Was zahlen wir für Uber? 29 Euro. Abo, nein, Bruder, zurück. Ich leg das Fahrrad auf Dach. Ruf ihn mal an, er soll anhalten. Abau! Das Ding ist, Leute, so ein Fahrrad habe ich noch nicht mal im Fitnessstudio gesehen. Das Teil ist zu wild! Was gibst du mir, wenn ich jetzt losfahre und bis dahin ankomme? 100 Euro. Bitte. Wir haben das Fahrrad jetzt hier in die Ecke gepackt, weil wir brauchen Werkzeuge, die wir nicht haben. Das heißt, wird erstmal nichts mit dem Fahrrad. Ziel ist auf jeden Fall, diese Woche mit dem Fahrrad fertig zu werden. Weil ich will unbedingt dieses Fahrrad fahren, Mann. Ich will das unbedingt. So, wir machen jetzt ein bisschen das Auto sauber. Wie läuft's? Alles super, alles im grünen Bereich, Meister. Ja, natürlich, Meister. Weißt du was? Spontanes Training, warum nicht, oder? Ist okay, wenn ich kurz trainiere? Na, natürlich. Dann wollen wir mal. So, nächster Step. Wir sind jetzt tanken. Ich sage 56 Euro.
Was kommt jetzt, Meister? Autowaschanlage. Sesam, öffne dich. Ich weiß, was Sesam, öffne dich auf Arabisch heißt. Was? Iftah ya Simsim. Iftah ya Simsim. Wir haben nur noch 50 Cent. Und wir müssen jetzt nochmal Staub sorgen. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Mach Turbo, okay? Let's go! Schwache Leistung. Ich hab dir gesagt, lass mich das machen. Sag, willst du das Auto nochmal verkaufen oder warum übertreibst du? Ey, wa. Ein neuer Tag, eine neue Aufgabe. Wir gehen jetzt unseren Fernseher abholen. Das ist unser erster Fernseher. Hatten wir noch nie einen? Außer in der alten Wohnung, aber das war ja nicht unser. In Düsseldorf hatten wir keinen und hier hatten wir bis jetzt auch keinen eigenen. Wir sind angekommen. Unser Fahrrad ist endlich aufgebaut. Nada, zeig zu dem, wie das funktioniert. Oh, mein Knie. Kopf an Kopf rennen, gib Speed. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ey, wir stellen jetzt den Fernseher einfach kurz dahin. Ohne ihn auszupacken, das machen wir morgen. Wir müssen schlafen. Wir haben gesagt, wir gehen früh schlafen. Hallo. Das war's für heute. Wir wollen ja früh schlafen gehen, deswegen beenden wir heute den Tag. Wir gehen jetzt pennen. Bis morgen. Guten Morgen, Leute. It's time! It's weekend time! It's... Mila-Tag! Aywa! Wir gehen jetzt das Teil von dem Fernseher holen, damit man das so reinstellen kann. Ansonsten, ich habe euch vermisst. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn ihr so eine Kette wollt, geht zu einem Euro-Shop und guckt mal danach. Irgendwo, keine Ahnung, bei Teddy oder so. Ich war damals mit meiner Mutter und habe diese Kette geholt. Die war so schön. Diese Kette hat mir einfach gefallen. Kostet 1 Euro. Ist jetzt nicht das Billigste, auch nicht zu teuer. Es ist Samstag. Wenn dein Perle mit dir über Zaun klettert, damit du trainierst, dann weißt du, es ist die richtige Perle. Diese Pumpe von 1944. Ich würde mal sagen, ist aufgepumpt. Ist super. Privat. Privat? Spinnst du oder was? Jumila! Bella ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mia. Can you stay in Toledo?
castigiano. Corona, ciao, corona, ciao, corona, ciao, ciao, ciao. Sono santo, ciao, ciao, ciao. Nader, wir machen jetzt Mädchenkampf. Ja, dabei. Tschüss, Nader. Komm, no partigiano, non arriva. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao. Leute, wir gehen jetzt zahlen. Nader holt uns jetzt ab. Jo, ich bin gleich da. Ja, wir kommen wieder zum Ausgang, okay? Ja, okay. Was habt ihr gemacht? Und ich habe keinen Spaß gemacht. Ja, und wir haben die Spielsachen geholt. Spielsachen stark. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mila, was ist das? Keine Ahnung. Ach so, das ist so ein Überraschungsei, man weiß noch nicht, was drin ist. Ein Hündchen. Ein Hündchen? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist ein Baby. This is so pretty nice, I love it, this kid. Es geht direkt weiter. Es ist diesmal nicht nur Mila-Time, es ist auch Schwiegereltern-Time. Du kleine Lügnerin. Wir helfen jetzt Luisa schnell beim Aufräumen, damit meine Schwiegereltern nicht sehen, dass hier ein bisschen unaufgeräumt ist. Mila, bist du bereit? Wir haben 10 Minuten Zeit. Ja! Tamam, du kleine Lügnerin. Wir gehen jetzt, ne? Du kleine Lügnerin. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch. Seid ihr eingeschlafen? How it made this.